Laub bedeckt den Boden. Die Kälte ist zu spüren. Der junge Epikus, ganz unbesorgt, geht musizierend der Natur entgegen. Ohne Angst und ohne Zweifel setzt er seine Schritte fort. Stein und Hügel halten ihn nicht auf. Ganz fröhlich geht er seinen Weg entlang. Blätter fliegen durch die Lüfte. Der Wind findet seinen Weg. Überall sind Geräusche im Wald zu hören. Die Nacht bricht herein. Von seiner Neugier geleitet, erkundschaftet Epikus die Natur. Die Natur erstreckt sich vor Epikus in voller Pracht. Begleitet von einem Kranichschwarm führt Epikus seinen Weg fort. Faszinierend von der Schönheit der Natur und weiter auf seinem Instrument spielen, merkt er die plötzlich auftauchenden Gestalten nicht. Nichts Gutes für ihn bereithalten, von der Habgier getrieben, pirschen sie sich an ihm heran, schlagen ihn zu Boden, bis er sich nicht mehr bewegt. Ein kurzes Zucken und es geht weiter, er wird zu Tode getreten, ein letzter Atemzug und seine Seele verlässt den Körper. Fluchtartig verlassen die Räuber den Ort des Geschehens und überlassen Epikus seinem Schicksal. Zeit verweilt, bis zwei Wanderer den Weg der Leiche kreuzen. Sie fühlen sich verpflichtet, dem Toten die letzte Ehre zu erweisen. Sie tragen ihn fort in das Haus seines Freundes. Der das Unheil kaum fassen kann. Er nimmt Abschied und kann den Tod seines Freundes nicht begreifen. Mit Tränen, Trauer und Verzweiflung begeben sich die Liebenden in die Stadt. Die Gemeinde gehen schweren Schrittes, um Antworten zu finden. Warum musste Epikus so sterben? Diese Frage stellen sich alle. Keiner kann es glauben. Die Trauer und der Schmerz ist unfassbar. Durch die Rachegedanken der Gemeinde schreiten keine irdischen Weiber vor das Grab des Epikus und beginnen mit ihrem heiligen Ritual. Durch den Gesang der Orinien verlieren die Leute jeden klaren Gedanken und tief getroffen in ihren Herzen wollen sie den Schuldigen. Voller Wut im Geiste kommt das Volk zusammen und wollen ewige Gerechtigkeit erlangen. Sie wollen die Mörder finden, kein Preis ist ihnen zu hoch, um den liebenden Epikus zu rächen. Nichts ahnend, dass sie unter ihnen sind. Doch plötzlich geben sie sich zu erkennen. Mit den Fingern in den Himmel, auf die Kraniche deutend, rufen sie voller Entschluss die Kraniche des Epikus. Und plötzlich dunkelt sich der Himmel
über die Leuteköpfe hinweg, erblickt man das Kranichheer von Epikus vorüberziehen. Durch den Aufruf verraten, werden die Mörder vor dem Tribunal gezehrt. Der Richter nähert sich mit langsamen Schritten den Halunken. Vor dem Richter kniend erwarten sie ihr Urteil. Von der Wut gelenkt, verhört er die Schuldigen. Die es nicht begreifen wollen. Und ihm wird schnell klar, dass es sich um die richtigen Mörder handelt. Und er verurteilt sie zum Tode. Somit wurde Epikus gerecht. Nein.